Hier sind Eddie und Lore. Wir machen heute eine Sendung zum Thema 15 Jahre Major Label. Ich begrüße Eddie im Studio. Hallo Lore, grüß dich. Das ist der Boss von Major Label. Wir werden euch im Anschluss gleich mal erzählen, was ein Label überhaupt ist, was Major Label ist, wo das herkommt, warum die in Jena sitzen und so weiter und so fort. Und als erstes spielen wir jetzt mal ein Lied vom 15 Jahre Major Label Sampler. Welches und ist denn das? Das Lied? Ist Hafenrundfahrt von Strahler 80. Das hören wir uns jetzt mal an. Baby, I can see. Egal, was passiert.
Selbstbewusstsein macht dich krank. Dieser Weg macht dich krank. Dies Wiederholung macht dich krank. Du kannst dir nicht entkommen. Freu dich auf. So, Eddie, dann haben wir den ersten Song geschafft. Der war von? Der war von R80 und der Song hieß, ich muss nochmal gucken, Fort von Krank und ist von dem aktuellen Album Definitiv Nein. Albumlabel, das sind also komische Begriffe, mit denen die Zuhörer wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Sag mal, was ein Label überhaupt ist. Naja, ich würde mal sagen, so ein Label unterstützt die Bands bei der Arbeit, die eine Band nicht unbedingt machen will. Eine Band will Musik machen. Genau. Kaffee kochen. Die hübschen Frauen heranholen. Und keine Ahnung. Ja, nee, es geht einfach auch um den Vertrieb, Veröffentlichung von Tonträgern, womit sich eine Band nicht immer unbedingt gerne beschäftigt, weil das macht Arbeit und. Stimmt. Ja. Und wir kümmern uns einfach darum irgendwie, dass die Bands zum Teil ihr Studio bezahlt bekommen, wenn die etwas bekannter sind. Oder wir lassen die Platten dann pressen und kümmern uns, dass die CDs oder Schallplatten an den Kunden kommen über Vertriebe oder andere Händler wie Schallplatten, Online-Shops oder was weiß ich, was es da alles gibt. Klingt ziemlich langweilig. Ja, deswegen habe ich damit auch angefangen. Ich bin eine langweilige Type und suche mir langweilige Jobs. Ich kannte bisher immer Punk-Bands, ne, ist klar. Oder ich kannte Schuppen, wo man spielen kann. Ich kannte die Straßenpunker, die mit Nietenlederjacken auf der Straße rumhängen. Aber so ein Label ist ja, wenn man das mal genau betrachtet, schon eigentlich so eine Verwaltungsgeschichte mit viel E-Mails schreiben, stelle ich mir vor, Buchhaltung, genau. Bands ranholen, abquatschen mit dem Presswerk. Genau. Das ist anstrengend, oder? Wenn die Band keinen Bock mehr auf Do-It-Yourself hat, dann wendet DIY. Sie sich an ein Label, um die beschissene Arbeit dann Kind machen zu lassen. Nee, aber mal ehrlich, was hast denn du davon? Im Prinzip macht es viel Spaß, so schon, auch wenn es viel Verwaltungskram ist, ist dann eben auch, sind oft Bands, die mir selber gefallen, die wir veröffentlicht haben, eben so Alben, das war eben auch so der ursprüngliche Gründungsgedanke, mal irgendwie ein Album von einer Band zu veröffentlichen, die uns gefällt, so. Und was ist dann der ultimative Kick als Labelchef? Labelchef bin ich ja nicht. Als Label-Mensch. Das ist hier. Der ultimative Kick ist, ja, ich denke mal, ein neues Album in der Hand zu halten, eine neue Schallplatte, irgendwie das geniale Gefühl, die Musik veröffentlicht auf dem Tonträger und das ganze Artwork bewundern zu dürfen. Okay, also die Band hat den Auftritt in dem Schuppen. Der Booker, der freut sich, wenn die Band auf der Bühne steht und du freust dich, wenn du die Platte in der Hand hast. Genau. In die du massiv Arbeit reingesteckt hast. Genau, ist wirklich viel Arbeit. Ja, glaube ich, ja.
Wir kommen jetzt mal noch zu einer Band als nächstes, die ihr auch schon veröffentlicht habt. Ne? Also gewisse Veröffentlichungen von denen hat Major Label erstaunlicherweise auch gemacht. Das ist? Genau, also das ist jetzt die Vinyl-Version von aktuellen Album von Letterface, der Stormy Petrel. Und die CD, also das eigentliche Album, hat die Band selber gemacht in Do-It-Yourself-Eigenproduktion. Also die haben da auch ein eigenes Label gegründet und Big Ugly Fish heißen die, glaube ich. Und wir haben für Europa die Vinyl-Version produziert. Ich kippe ja immer um, wenn ich eure Bands sehe, die ihr so auf dem Label habt. Also sei es Letterface. Ich habe jetzt auf eurem Geburtstagssampler 15 Jahre Major Label Smiling Shadows ein Lied von Reinhard Grebel gefunden. Düse ist drauf. Das sind ja, oder was weiß ich noch, andere Devil Image Jones und so. Die haben wir nicht. Die habt ihr nicht, okay. Da habe ich mich schon gefragt, wie kommt Eddie, wie kommt Major Label zu solchen großen Bands? Also es ist dann immer mal so, dass man mal überall fragt, die Leute, irgendwie die Künstler, und entweder sagen die ja oder nein. Und wir hatten eben öfter mal Glück gehabt. Ich weiß jetzt nicht, welche Band du direkt meinst. So. Also, ja, wie gesagt, also Reinhard Grebel, Letterface. Reinhard Grebel war jetzt nur das eine Stück. Ja. Und das war auch sehr lustig. Also da hatte ich in der Vorbereitung zu dem Tribute to die Goldenen Zitronen die Band Pelzig aus Bayern gefragt und die hatten mir ihr Stück zugeschickt mit einem Brief und da stand der Absender von Reinhard Grebel drauf. Und da war ich so frech und habe einen Brief verfasst, okay, und den an die Adresse adressiert und 3-4 Tage später hat mich Reinhard Grebel auf ein Handy angerufen und mich gefragt, ja. Klingt nach Punkrock, würde ich sagen. Okay, wir wollen jetzt nicht so viel labern, deshalb kommt jetzt ein Lied von Letterface. Es heißt, Eddie, weißt du es noch? God is Dead. God is Dead, genau so ist es. Los geht's. We'll be right back.
No! You've been right. You've been right. You've been right. Eddie, was war denn das gerade? Das war jetzt der Song NRFB von Nuclear Rape Fuckbomb und das ist nicht das aktuelle Album, sondern das Mini-Album davor und da war noch Frankie Stubbs dabei von Letterface, das hat man denke ich auch gehört. Echt? Ich hab's nicht gehört, aber egal, okay. Ich fand den Song trotzdem cool. Also, Halbeisenstimme. Ich habe gerade zu Eddie gesagt, als das Mikro aus war, also ich bin echt gerade beeindruckt, ich kenne Major Label ja eigentlich schon fast von Beginn an, seit 15 Jahren, grob 14 vielleicht, keine Ahnung, aber wie vielfältig sich das entwickelt hat, also man hat wirklich vom Elektro über Punk, Hörspiele, ganz viele Sachen dabei. Ich habe Lore keine 10 Euro bezahlt, damit er das sagt. Ah, du hast mir einen Senflauer verlost. Ja, stimmt. Okay, jetzt haben wir vorhin was so ein bisschen ausgeblendet, also Eddie ist ja einer der Macher von Major Label, aber wir haben natürlich die anderen erstmal ausgeblendet. Erzähl mal, wer ist denn Major Label überhaupt? Also, das Major Label ist Heiko, Lars, Robert und ich. Und was sind das für Typen? Also, 3/4 davon wohnen in Leipzig und ich das 1/4 in Jena. Wie kann man das sagen? Also, im Prinzip war es so, dass ich mit Robert eigentlich das Label gegründet habe. Wir beide kommen aus Berga. Das wird wahrscheinlich niemand was sagen. Das ist so eine kleine, verschlafene Thüringer Stadt. Im wunderschönen Elstertal zwischen Gera und Kreiz. Wahrscheinlich kennt auch niemand Gera und Kreiz. Und niemand Thüringen. Tja, was machen wir da? Jedenfalls, ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, war es so, dass wir mal in Weimar irgendwie beim Konzert von State of Emergency waren. Das war 97, glaube ich, im Kasseturm. Ja. Und da dachten wir uns, das ist ja eine geile Band, von denen müssten wir irgendwie was veröffentlichen. Und ja, so ist das irgendwie entstanden. Wir wollten einfach mal von einer Band was veröffentlichen, die uns richtig gut gefällt. Und unser erster Tonträger ist auch von State of Emergency. Das war das Tape Warnings in Ahead of Time, das wir dann auf LP veröffentlicht haben. Ist ja krass eigentlich, dass Berga hat 3000 Einwohner, glaube ich, ne, oder sowas, 5000 vielleicht, 3000. 3000 eher. Da hat sich ja so nach der Wende irgendwie so massiv Punkpotenzial geballt. Also es gab Bands, es gab dann irgendwann später euch, als ihr dann vielleicht schon nicht mehr in Berge gewohnt habt, aber wo kommt das dort her irgendwie? Das ist seltsam, oder? Ja, ich denke mal, das ist auch so ein Nachwendephänomen im ganzen Osten irgendwie. Da war so ein, ja, einfach ein Bedarf nach Punkrock da und ja, auch so ein kleiner rechtsfreier Raum irgendwie, wo sich Subkulturen bilden konnten, was ja heute gar nicht mehr so richtig geht, wo alles eingeengt ist und durch Norm und Gesetze wieder irgendwie alles zum Rückzug gebracht wird.
Okay, aber es gab ja in der Ecke, wo er herkommt, aus Thüringen an der Grenze zu Sachsen, gab es ja auch ganz viele so Faschonester, ja? Ja, das war natürlich auch ein Problem des rechtsfreien Raums. Ja. Also da war ein rechtsoffener Raum. Und Berger war halt dann irgendwie Punkerhochburg, ne? Ja, ja, das stimmt. Es ist ja auch so, dass in meiner Klasse eigentlich die ganzen Typen Nazis gewesen sind und die Jahrgänge unter mir dann irgendwie Punkrocker geworden sind. Ich war froh, dass ich kein Nazi geworden bin. Also bist du der Urpunk von Berger? Nee, über mir gab's noch einen. Also ein Jahrgang älter, der war mein großes Vorbild in Berger. Okay, das war ein interessanter Einblick. Wir haben jetzt gehört, dass Major-Label aus vier total hübschen Typen besteht. Außer Eddie, die sich da einbringen. In welcher Form? Also was macht ihr da eigentlich so? Habt ihr da eine Arbeitsteilung? Der macht zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, der sucht die Bands aus und der nächste ist fürs Pressen verantwortlich oder wie ist das? Genau, das machen die drei und ich sitze im Chefsessel und rauch dicke Havannas. Okay, also gibt's nicht. Gut. Wir hören jetzt, wir haben es vorhin mal angesprochen, dass Reinhard Grebe auch mal auf dem Sampler war. Auf dem Label war und Eddie das auf sehr unkonventionelle Weise organisiert hat. Es gab irgendwann mal einen goldenen Zitronen-Cover-Sampler mit ganz vielen Bands drauf, die goldene Zitronen gecovert haben. Und auf diesem Sampler ist auch Reinhard Grebe vertreten mit dem Smash-It der goldenen Zitronen für immer Punk. Und ich würde sagen, Eddie, wir hören uns das jetzt mal an, oder? Gerne. Es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Bleiben gern hier, doch wir müssen nun gehen. Alles hat ein Ende, das weiß doch jeder von euch. Auf Wiedersehen. Doch bevor ihr geht, hört mir kurz zu. Ich kann sonst nicht schlafen, finde keine Ruhe. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst. Und das für immer gilt. Für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Willst du wirklich immer Hippie bleiben? Für immer, für immer, für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Sollen deine Kinder alle Gruftis werden? Für immer, für immer, für immer krank möchte ich sein, für immer krank, für immer bei der Krankenschwester, für immer bei ihr sein, für immer breit, das möchte ich sein, für immer breit. Willst du wirklich immer nüchtern bleiben? Für immer breit, für immer weg, das möchte ich sein, für immer weg. Immer unter Brücken schlafen, für immer. Jetzt geht er 2 Meter lang, so muss er sein, 3 Meter lang. Dass kleine Schwestern große Augen kriegen, 4 Meter, 8 Meter. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever?
Freddy, wer war denn das? Das waren jetzt Düse mit dem Song Sonne Cleansed und der ist auf unserem Geburtstagssampler 15 Jahre Major Label. Erhältlich. Vertreten. Wo kriegt man denn den Sampler her? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute zuhören, die Major Label nicht kennen, die mit Punkrock überhaupt gar nichts zu tun haben, die aber sagen, ey, hier sind ein paar Lieder dabei, würde ich mir vielleicht mal besorgen. Also gerade Reinhard Gräber, irgendwelche Hörspiele von Sandro oder so. Wo kriegt man denn den ganzen Kram von dir? Ja, im Prinzip kann man den in jeden ordentlich gut sortierten Plattenladen käuflich erwerben oder auch übers Netz bei Amazon, wenn man irgendwie auf so einen MP3-Quatsch Bock hat. Und ihr habt keine Homepage oder wie ist das? Wir haben natürlich auch eine Homepage. Eddie. Ach, das war jetzt so eine Werbegeschichte, oder? Genau. Ja, wir sind natürlich unter www.majorlabel.de zu erreichen und wir haben auch einen kleinen Online-Shop, wo es den ganzen Kram von uns käuflich zu erwerben gibt. Gab es eigentlich schon mal Verwirrung, fällt mir ganz spontan ein, mit dem Begriff Major Label, also dass Leute sich da total dran gestört haben oder nicht kapiert haben, was dass das Spaß ist, oder gab es da schon mal irgendwie? Also ich glaube, es gab dann schon mal irgendwie ein paar Künstler, die sich da an uns gewandt haben, weil sie dachten, sie müssen sich jetzt an ein Major Label wenden, um irgendwie bei Sony irgendwie herauszukommen oder so. Also wir hatten da wirklich mal was. Die dachten, da hat irgendwie eine Agentur gesagt, da müssen sie sich an so ein Major-Label wenden. Also die meinten natürlich Sony und da sind die irgendwie bei uns rausgekommen. Okay, wer Eddie, der gerade in seiner Neubauwohnung in Lobeda gemütlich auf 4TV angeguckt hat. Okay, und was hast du denen dann gesagt? Ja, hier sind sie genau falsch. Sie sind sie falsch. Nochmal zurück zu Düse, die ja gerade dieses phänomenale Stück gespielt haben mit so ein bisschen Weltmusikeinschlag. Viel Rhythmus, voll auf die 12, wir haben es gerade gesagt, eine super Liveband. Ein Teil von Düse sind nur zwei Leute, kommt ja aus Jena. Wie seid ihr denn an die gekommen oder wie ist das passiert, dass ihr Düse jetzt drauf habt? Passt ja eigentlich gar nicht so in euer Label-Ding rein. Ja, also Düse ist ja jetzt auch nicht direkt unsere Band. Also wir haben mit denen eigentlich nur zwei Veröffentlichungen und das ist einmal die Split 7-Inch mit Goldener Anker. Und dann haben wir sie noch auf unseren Geburtstagssampler genommen und eigentlich noch als dritte auch auf diesen Tribute to die goldenen Zitronen. Und das war eigentlich auch so der Ansatzpunkt. Da hatte ich mal Jari, der eben aus Jena kommt, gefragt, ob die Böcke haben, ein Stück für die goldenen Zitronen, ja, also eins zu covern. Und er hatte Bock. Ja, also ich finde es ja echt krass, also diese Vielfalt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, was erwartet denn eigentlich den normalen Major-Label-Stammkunden, wenn er bei euch in den Shop geht oder wenn er an Major-Label denkt? Also was sollte dem dann in den Kopf kommen? Was ist denn so euer Steckenpferd oder wofür steht ein Major-Label quasi? Also Major-Label steht, wie ich schon am Anfang gesagt habe, für Musik, die einen gefällt, Spaß macht und cool ist. Und die Kunden, es gibt ja schon ein paar, also auch Stammkunden, die eigentlich wissen, was sie erwartet. So, also wir haben ja unsere Stammbands irgendwie, wo diese Rachut-Projekte dazu zählen. Wer ist Rachut oder was ist das? Jens Rachut aus Hamburg, der Sänger von den ganzen Bands, die da gab. Angefangen mit Angeschissen, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Kommando Sonnenmilch, Oma Hans und Nuclear Rap Fuckbomb und demnächst entsteht ein neues Projekt mit dem Namen, was noch nicht ganz klar ist, verdammter Druck oder Säure, irgendwas mit Buttersäure, Klingelmann. Okay, also Jens Rachut mit seinen Bands, okay, Kommando Sonnenmilch und so weiter und so fort, aber wenn ich euren 15 Jahre Major Label Sampler höre, der Smiling Shadows heißt und echt geil ist, habe ich ja als erstes gedacht, die ersten Male, wo ich es angehört habe, ich denke es immer noch eigentlich, es ist immer so ein leichter Melancholie-Einschlag in vielen Stücken drin. Das ist ein bisschen düster, aber angenehm. Also es hat so einen leichten, könnte man fast so sagen, ich würde es jetzt so sagen, so einen New-Wave-Einschlag in manchen Stücken drin. Ist das so? Kann man schon sagen, weil das hängt wahrscheinlich auch mit unserem Musikgeschmack zusammen. Und wie gesagt, wir haben einfach mal Bands veröffentlicht oder Alben veröffentlicht, die uns selber gefallen. Und da gehören eben auch so das E80-Seitenprojekt Siren Fall und E80 ist ja nun mal die klassische Düster-Punk-Band hierzulande und wir bringen ja auch von Fliehende Stürme die Alben auf Vinyl heraus und das waren auch meine absoluten Favorite, also war mein absolut Favorite Künstler, der Herr Löhr mit seinen Bands Chaos Z und Fliehende Stürme oder eben auch die Art, was hier im Osten auch eine sehr wavige und immer noch sehr wavige düster, ich sag mal, Indie-Band, nicht Punk-Band ist. Ja. Aber ihr seid ja eigentlich, wenn man euch so sieht, gar nicht so Depri, ne? Es ist ja, also ihr mögt die Mucke
spricht euch das jetzt so total an, es macht euch total fertig, ihr singt das den ganzen Tag oder wie stelle ich mir das vor oder ist das einfach, ihr kommt aus Berge, da hat man viel so eine Mucke gehört und das hat sich fortgesetzt? Na, wir machen das ja nun auch 15 Jahre, ist dann auch ein bisschen Routine reingekommen, also man ist jetzt nicht mehr der absolute Fan, wie es mal vor 15 Jahren war, aber ich höre das schon auch gerne und es macht auch immer wieder Spaß, irgendwie eine neue Veröffentlichung, sich dann zu Hause reinzuziehen. Okay, was man ja auch daran merkt, dass du immer noch so diesen Hang zum Düsterpunk, zum leicht melancholischen hast, ist ja, dass du bei Verbrannte Erde spielst, eine Punkband aus Gera, die sich ja auch unter Berufung so ein bisschen auf ER80 und diese ganzen alten Geschichten gegründet hat, wo man ehrlich sagen muss, ich war mal der erste Sänger dort für ein paar Monate. Und von denen, Eddie, würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal ein Lied. Wie heißt denn das? Also das ist das aktuelle Album, was letztes Jahr erschienen ist, hat den banalen Titel 4, das Album, und der Song heißt Querschläger. Okay, und du machst da was? Ich zupf den Vierseiter. Den Vierseiter, also den Bass für alle nicht Eingeweihten. Genau, wir hören es uns mal an, und danach kommt ein Lied von Drive by Shooting, DXBXSX, wie sie jetzt heißen. Das Lied habe ich mir ausnahmsweise mal mit in die Sendung reingeholt, weil die am 18. Oktober in der Rose in Jena mit der Schleimkeim-Coverband Kaffeespione spielen. Und aber jetzt hören wir, wie gesagt, erstmal was von Verbrannte Erde. Die Eingeweihten sagen, die Erde ist eine Band, die gibt's mittlerweile auch schon seit 18 Jahren, 17? So, seit 95, 18. 18 Jahre, Wahnsinn. Gibt's immer noch, spielen sporadisch hier in der Umgebung, deutschlandweit, und das ist halt auch was, mittlerweile wird's sagen, Kult so ein bisschen. Also hört's euch mal. Thank you.
So, jetzt nochmal ganz kurz eine Ansage. Also trefft bei Shooting mit Kaffeespione, Schleimkamp Coverband und Set Neutrino Bitches spielen am 18. Oktober im Rosenkeller in Jena. Hört euch mal an, trefft bei Shooting mit dem Hammer Smash Hit 180 Ruhepuls. Ist der Song der Platte, finde ich. Es ist sehr ruhig, trotzdem bleibt die Frage, ist 120 immer noch cool oder bin ich schon in Rage? Wenn nächsten Morgen in der Zeitung steht, er war nett zu Mensch und Tier, alle wissen, was dir so im Kopf umgeht. Ist weit entfernt von Ruhe. 120 Ruhepuls spricht für mein Gefühl. 120 ist nicht sehr ruhig, trotzdem bleibt die Frage: Ist 120 immer noch cool oder bin ich schon in Rage? Wenn diesen Morgen in der Zeitung steht, er war nett zu Mensch und Tier, alle wissen, was mir so im Kopf rumgeht. Wenn diesen Morgen in der Zeitung steht, nett zu Mensch und Tier, alle wissen, was mir so im Kopf umgeht. Jo, Treff bei Shooting. Eddie findet es schrecklich, ich finde es super geil. So können die Düsterpunk-Geschmäcker auseinandergehen. Ja, vor allem dein Düsterpunk-Geschmack. Vor allem mein Düsterpunk-Geschmack. Als größter Fan von Verbrannte Erde. Ja, total. Ey. Aber egal, das ist trotzdem eine gute Mensch, schön, dass es die gibt und so. Wir sind ja aber heute aus einem ganz anderen Anlass hier. Wir haben es ja schon 100 Mal gesagt, aber wir sagen es nochmal. 15 Jahre Major-Label, euch gibt es demnach, wenn ich mal zurückrechne, seit 98. Das ist korrekt. Das du war bist ein das, großer Mathematiker. Ja, da gab es noch kein 9-11. Heute ist ja der 11.9. Es war wahrscheinlich noch eine schöne Zeit damals, ne? Ja, da war noch, da stand noch das World Trade Center. Da war die Welt noch. Du hattest noch Akne, weil du genau in der Pubertät warst. Immer noch Akne. Hast immer noch Akne, okay. Scheiße, nee, aber zu diesem Jubiläum 15 Jahre Major Label ist ein echt schick aufgemachter Sampler rausgekommen. Den gibt's als CD und als LP. Ich habe die LP und habe die CD aber gerade hier in der Hand. Sieht genauso schick aus. Gibt's auch nicht mehr allzu viele Exemplare, sagt Eddie gerade. Und es sind insgesamt 24 Lieder drauf. Das stimmt. Plus ein Hidden Track, haben wir gerade gesagt. Genau. Wie ist es denn zu dem Sampler gekommen? Also wenn ich an 25 Bands denke, 25 Stücke ran organisieren, auf einen Sampler tun, Reihenfolge festlegen, mit den Bands GEMA abstimmen und so weiter und so fort, das ist doch eine Höllenarbeit, oder? Das ist richtig. Eigentlich sollte es den Sampler ja auch schon zum 10-jährigen Bestehen geben. 15 Jahre ist eigentlich eine doofe Zahl, aber ja, stimmt. Wie gesagt, es hat dann nochmal 5 Jahre gedauert und es hat einfach viel Arbeit gemacht. Ja, im Prinzip sind da ja alle Bands aus dem Major-Universum drauf. Kann sie jetzt gar nicht aufzählen, mach du mal. Also wir haben hier Jens Rachut, hatten wir ja vorhin schon, Strahle 80 war das erste Lied, was wir heute gespielt haben, glaube ich. Sirenfall, Fliehende Stürme, Kaltfront, Una Bomber, Leclo, Char du Monde, Der Seuchenprinz, State of Emergency, Die Art, Sando, Gatz bei ihr, Stolz, Reinhard Gräber, Düse, Goldener Anker, M und die Teilzeitpopper, Paranoia, Kommando Sonnenmilch,
Andreas Ness, also nicht Mike Ness, sondern Andreas Ness, Verbrannte Erde, Der Seuchenprinz, Brockdorf Klanglabor, Wismut und Leatherface. Genau. Ja, mit Brockdorf Klanglabor haben wir ja sogar eine relativ elektronische Popband, also die da ziemlich heraussticht aus unserem doch recht punkigen Post-Punk-Indie-Kram, den wir immer veröffentlichen. Also wirklich ein sehr abwechslungsreicher Sampler und ich finde teilweise die Texte auch voll abgefahren. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, von Die Art manipuliert ist ein ziemlich abgefahrener Song, finde ich. Dann gibt es noch einen, der heißt Warane, den spielen wir vielleicht später mal. Und damit ihr mal wisst, wovon wir überhaupt reden, würde ich sagen, spielen wir jetzt nochmal von Die Art, was habe ich gerade gesagt? Jetzt? Manipuliert. Manipuliert, genau, ein geiler Song, echt. This all seems to be light years ago.
I believed in the thunderous fighting for you. And if darkness comes to you, I'll always be there to shelter you. Just don't worry, just believe in the thunderous fighting for you until your last day. Don't believe it too much. Don't believe it too much. Spiritual light once burned his soul. It's happening only once in a lifetime. It was too hard to ignore that love is you. It's coming to me so clear. It's fading like on any other day. To miss you, you can save me. To get through this hell, to find another day. But you always turn away. Das war jetzt aber echt mal ein düster Punk-Block. Eddie, wer war denn das gerade?
Das waren jetzt gerade Siren Fall mit dem Song M.'s Favorite Song und ja, das ist das aktuelle Album. Genau. Wie heißt eigentlich Burn Out the Light? Best of Onkels oder so ähnlich. ja, was Siren Fall, wer ist denn das? Ja, bei Siren Fall handelt es sich um ein Seitenprojekt von ER80. Da spielt Maul von ER80 und ja, im Prinzip ist das auch der Kopf, der spielt da Gitarre und dann spielt noch der Udo mit, der spielt Bass, der trägt auch viele Songs mit bei und früher hatte auch mal der Nico von ER80, also der Schlagzeuger, mitgespielt, aber der ist inzwischen ausgestiegen und da spielt jetzt die liebe Uli das Schlagzeug. Die liebe Uli. Genau. Ist ja sehr wavig gewesen, die letzten zwei Stücke, also die Art weiß ich, wird auch von den Gruftis gern gehört, das könnt ihr euch mir vorstellen auch. Habt ihr da Kontakt in die Szene rein? Gibt es da Kundschaft, die, sagen wir mal, direkt aus dem Lager kommt und sagt, ja, wir hören gern alte Cure-Sachen, keine Ahnung, was man da so hört? Oder gibt es da kaum Kontakt? Also unsere Kundschaft, die jetzt in unserem Online-Shop so zum Beispiel einkauft oder mit dem wir auch Kontakt haben, Stammkunden, sind, denke ich, schon irgendwie aus diesem New Wave, Krufti, Düsterpunk-Bereich. Und ja, das merkt man dann schon, also was die auch bestellen. Ja. Aber wenn du jetzt hier in die Krufti-Disco gehst, in Jena, erkennt dich keiner und schreit, juhu, da ist Eddie von Major Label, oder? Nee, das macht nur Lore, wenn ich nur auf die Straße sehe. Nee, aber also man kennt dich da so nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Okay, schade eigentlich. Also wer Eddie mal kennenlernen will, wo kann man dich kennenlernen, Eddie? In der Wartburg bist du immer mal. In der Mensa ab 1. In der Mensa ab 1. Wie seit den letzten 25 Jahren. Genau. Ist ja auch der Grund, warum wir hier sind. 25 Jahre Eddie in der Mensa. okay, wir wollten auch mal was verlosen, Eddie. Sprich mal. Ja, genau. Laura hatte die geniale Idee, dass wir einen Smiling Shadows, also unseren 15 Jahre Jubiläumssampler, verlosen. Auf CD. Auf CD, genau. Die Frage stellt Lore oder ich? Wir sagen euch erstmal, wie wir was machen, würde ich sagen. Und zwar, wer bis zum 1.10., also bis zum 1. Oktober 2013, eine E-Mail an Eddie schickt. E-Mail-Adresse ist eddie@majorlabel.de. Eddie, E-D-D-I-E. Genau. @majorlabel.de. Und quasi am Gewinnspiel teilnimmt, der hat die Chance, den CD-Sampler zu gewinnen. Und er muss natürlich, oder sie muss natürlich auch eine Frage beantworten. Und zwar, Eddie, welche Frage? Ja, die Frage lautet, aus welcher wunderschönen Stadt stammen die Gründungsmitglieder? An der Elster, an der Weißen Elster. Kleiner Tipp. Ja, wir wollten das heute extra nicht live im Radio verlosen mit Telefon, weil wir gesagt haben, okay, wir stellen die Sendung dann nochmal ins Internet und wenn da noch Zuhörer zuhören und mitspielen wollen, machen wir Einsendeschluss 1.10. und Eddie los dann nach Gutdünken aus, also legt noch ein paar coole Nacktfotos bei oder so. Macht, was er denkt. So, jetzt sind wir schon beim nächsten Lied angekommen. Eddie, was hören wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Die CC-Fliege hören wir jetzt. Genau. Una-Bomber. Nee, das ist aus dem Hörspiel Der Seuchenprinz. Stimmt. Und der ursprüngliche Song ist von Oma Hans und hier bearbeitet als Arie. Als Arie, ich bin echt gespannt. Der Seuchenprinz, was ist der Seuchenprinz? Ein Hörspiel. Das ist ein Hörspiel, dreiteiliger. Sehr verworren und von Jens Rachroth. Zu den Hörspielen, ich schreibe es mir gleich mal auf meinen großen Zettel auf. Werden wir nachher auch noch was sagen, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, genau. Weil Major Label ja seit ein paar Jahren auch Hörspiele eben rausgibt. Ja. Genau, jetzt hören wir erstmal der Seuchenprinz, mal gucken. Yeah.
Jetzt nochmal ein schöner Punkrock-Klassiker, den wir gerade gehört haben, Eddie. Was war das? Ja, das war von Boxhamsters, Der gute König. Wie sind wir denn zu diesem Stück jetzt gekommen? Also wir haben, weiß gar nicht, Anfang 2011 war das eine Best-of von Boxhamsters veröffentlicht und dieser Sampler hat den schönen Namen Thesaurus Rex und beinhaltet so die Songs von 1990 bis 1996. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Alben das waren. Es waren, glaube ich, drei. Prinz Albert war dabei, Tötänzen und noch irgendwas. Bin gar nicht ganz so sicher bei Boxhamsters. Ich kann mich an das Konzert von Boxhamsters in Casablanca erinnern, als so ein dicker Rocker seiner Frau einen Antrag gemacht hat, Heiratsantrag. Und sie hat den, glaube ich, abgelehnt. Schönen Gruß an Birne. Ja. Wir wollten jetzt eigentlich mal über was anderes reden. Wir haben ja davor ein Lied gehört von Der Seuchenprinz. Du hast ja gesagt, das ist ein Hörspiel. Genau, also Der Seuchenprinz ist ein dreiteiliges Hörspiel von Jens Rachuth und da geht es so ein bisschen um die Menschheitsgeschichte, die von Jens Rachuth ganz neu verfasst wurde. Die Menschheitsgeschichte? Ja, es geht einfach darum, dass irgendwelche Aliens die Menschen erschaffen haben und das war ein Projekt von Studenten, das schiefgegangen ist. Okay, Major-Label und Hörspiele, das passt für mich jetzt erstmal nicht so zusammen. Wie hängt denn das zusammen? Also macht ihr gerade verstärkt Hörspiele, warum? Erzähl mal. Also Robert ist eigentlich so ein bisschen der Initiator und der mag sehr gerne Hörspiele und er hatte mal die Idee, dass wir das machen. Und da eben unser Künstler Jens Rachuth, der eben auch bei Kommando Sonnenmilch musiziert und Sänger ist oder beziehungsweise der Kopf ist, dass der eben auch einige Hörspiele veröffentlicht hat, war uns dann bekannt und das war eben auch so der Anlass, dass wir mal da was gemacht haben. Er uns da auch gefragt hat und Robert da gleich Feuer und Flamme war und ja, ich eigentlich auch. Und es gibt aber nicht nur diese Jens Rachuth-Geschichten, es gibt ja noch andere, oder? Genau, aber das hängt auch wieder mit Bands zusammen, die wir veröffentlicht haben, zum Beispiel. Also was heißt zum Beispiel, es handelt sich um Sando. Von denen hatten wir auch mal eine DVD, so eine Live-DVD veröffentlicht und der liebe Herr Kohlschmidt, der veröffentlicht auch Hörspiele und ist ja auch im Fernsehen sehr tätig, macht ja für Tatort irgendwelche Musik und... Ach ja. Ja, genau. Also Sando kennt ja wahrscheinlich fast jeder, das ist ja so eine alte... Kult-DDR-Wave-Band, würde ich sagen, Punk-Band trifft es vielleicht nicht so genau. Ja, also auch am Anfang ziemlich punkig. Ich meine, wenn man ja, den Film Flüstern und Schreien sieht und das erste Album von Sando, Keine Station, einer Sucht, die kommt ja doch noch recht punkig daher. Ja. Ja, und da hat sich das dann eben auch so ergeben, dass er uns gefragt hat oder wir ihn gefragt haben, ob wir von ihnen Hörspiele machen können. Und letztes Jahr haben wir auch das Hörspiel Im Feuer veröffentlicht. Da geht es um die Geschichte von Sando. Und da hatten wir sogar fast das Glück, den Deutschen Hörbuchpreis damit zu gewinnen. Also wir waren da nominiert und waren mit zwei anderen Hörspielen im Rennen, aber ist dann doch Ulysses und dann noch irgendwas anderes geworden. Irgend so ein Klassik-Quatsch. Ja. Nichts Punkiges auf jeden Fall. Gut, das war spannend. Wie soll es denn in der Sparte, also Hörspiel, gibt es da was zu erwarten in Zukunft? Wie soll es da weitergehen? Ja, also jetzt kommt auch wieder ein Hörspiel von Kohlschmidt, das heißt Exodus und da geht es um zwei Abenteurer während des Zweiten Weltkriegs, zwei Deutsche, die in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika gelebt haben, was jetzt Namibia ist und die da als Geologen unterwegs sind und ja irgendwie in der Wüste sich verstecken, weil sie Deutsche sind und die interniert werden, weil Namibia zu der Zeit britische Kolonie oder in der britischen Commonwealth war und eben da Deutsche interniert wurden, weil natürlich Großbritannien der Gegner von Deutschen Reich war. Und ja, die sind da auf der Flucht irgendwie und das klingt jetzt alles ein bisschen verworren. Auf jeden Fall ist es so, dass die dann irgendwie unter krassen Bedingungen leben. Er bekommt dann irgendwann Beriberi, der eine Abenteurer, und geht dann doch zurück. Die werden dann doch nicht interniert, weil sie eben große Geologen sind und dann irgendwie für die Briten da irgendwie arbeiten, keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall spannend, finde ich. Also würde ich mir auf jeden Fall anhören. Kann man da mal irgendwo reinhören, oder? Nee, das gibt's noch nicht. Aber das wird jetzt im Herbst erscheinen, dieses Hörspiel. Ja. Und in die anderen kann man da irgendwo reinhören auf eurer Seite, oder? Jetzt nicht direkt auf unserer Seite so, also eigentlich ja, vielleicht bei Amazon mal, also da steht es ja auch irgendwie. Dann gibt's dann demnächst auch noch ein Hörspiel von Jens Rachuth, das heißt Herzinfarkt und da geht es um so einen abgehalfterten Plattenproduzenten, der kurz vorm Tod ist und
Da wird beschrieben, wie die inneren Organe eben sich auf diesen Herzinfarkt vorbereiten. Also der heißt aber nicht Eddie, oder? Nee, Robert. Robert heißt der. Ja, und das Lustige ist, da wird die Lunge zum Beispiel von Bella B. gesprochen, die Gallenblase von Heinz Strunk dürfte auch ein Begriff sein. Ja. Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Okay, also spannende Sachen. Naja, mal gucken. Also ihr habt immer irgendwelche Superstars und keiner so weiß das. Also das ist wirklich phänomenal. Wir hören jetzt nochmal, wir schließen jetzt mal das Thema Hörspiele ab, würde ich sagen, und spielen nochmal ein Lied, was in der Seuchenprinz auch vorkommt. Genau. Das heißt Warane, das fand ich auch sehr cool. Hört es euch mal an. Das war Lied Nummer 1.
Ja, das war jetzt Kommando Sonnenmilch mit Wohnrakete und das ist von dem neuen Album You Pay I Fuck. Und mit Kommando Sonnenmilch ist es so, dass sie sich jetzt leider auch auflösen und ihre letzte Tour im Herbst geben. Und ich möchte euch gleich mal die Tourtermine vorlesen. Also am 19.09. spielen die in Würzburg, im Kairo, am 20.09. in Leipzig im Zorro, am 21.09. in Bielefeld im Forum und am 25.09. in Nürnberg im K4, am 26.09. in Karlsruhe in der Alten Hackerei, am 27.09. in Trier im Exil, am 28.09. in Köln im Gebäude 9, am 25.10. in Hannover, Café Kloxy und das letzte Konzert wird am 26. Oktober im Berliner Lido gegeben. Im Lido, wow. Cool, also Kommando Sonnenmilch lösen sich auf, geht alle nochmal hin. Das ist mir jetzt im Gedächtnis geblieben. Ich werde es nicht schaffen, höchstwahrscheinlich, aber ist auch egal. Ist ja eine Band, die euch offenbar echt mega beeinflusst hat. Da sind wir fast schon bei dem Thema. Das hatten wir vorhin bei den Hörspielen auch schon so ein bisschen. Wo geht's mit Major Label in den nächsten Jahren hin? Gibt's da so Vorhaben, die ihr schon im Auge habt, die jetzt umgesetzt werden sollen? Hast du so Wünsche, die du unbedingt machen willst? Also mein ganz großer Wunsch ist ja der Schleimkeim-Tribute. Oh, da kann ich dich nur unterstützen. Und ja, da will ich viele Künstler davon überzeugen, dass die bei diesem Projekt mitmachen. Mein Labelkollege Robert ist ja von dieser Sache nicht ganz so überzeugt, aber den kriege ich noch rum. Und wer Bock hat, bei diesem Schleimkeim-Cover-Sampler mitzumachen, soll der dich anschreiben oder wie stellst du dir das vor? Ja, gerne, aber ich denke mal, wir suchen uns die Bands auch selber aus. Okay, okay. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, würde da auch als One-Man-Band irgendwie einen Beitrag leisten. Aber nur nackig. Mit meinem Cello, was ich unter dem Bett liegen habe. Okay, und noch was? Also so eine Aussicht, was jetzt kommen wird. Also genau. Wie gesagt, dieses Hörspiel Exodus kommt ja demnächst von Kai-Uwe Kohlschmidt über diese zwei Abenteure in Namibia. Und dann werden wir Herzinfarkt von Jens Rachut auch als Hörspiel veröffentlichen. Dann gibt es von Die Art eine Raritäten-LP, die der Die Art-Sänger auf CD veröffentlicht und wir auf Vinyl. Dann wird es ja vielleicht von Düse eine LP geben. Mhm. Wir versuchen uns da zu bewerben, aber weiß nicht, ob da die Aussichten so groß sind, dass wir den Zuschlag bekommen. Die haben da noch andere Interessenten. Okay, das war ein schöner Ausblick. Was erwartet oder was waren eigentlich die bestverkauften LPs der letzten 15 Jahre? Da muss ich wohl eindeutig sagen, der Stormy Petrel von Leatherface. Okay. Und Leatherface, kommt da nochmal was nach? Oder? Ist gerade ein bisschen schwierig mit der Band. Also die machen gerade nichts, weil es da bandinterne Probleme gibt. Okay, schade. Ja, finde ich auch. Also vor allem das letzte Album hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Eddie, ihr habt noch, haben wir vorhin mal beim privaten Quatschen, beim Kaffee irgendwie rausgefunden, noch ein Sublabel. Wie verhält sich's damit? Was ist das? Dieses Sublabel heißt Super Cameo Kante Detektor und da haben wir viele Bands veröffentlicht, die den Robert nicht so gefallen. Okay, also Robert spielt eine wichtige Rolle offenbar, was die Ausrichtung des Labels musikalisch angeht. Der ist da, ja, bisschen, ja, weiß nicht, also wie nennt man das? Also der will eben irgendwie nur gewisse Bands auf Puristisch. Puristisch. Und wie funktioniert das, wenn ihr euch quasi, streitet ihr euch dann, welche Band da drauf darf oder nicht? Oder? Naja, so bei Major Labels ist dann doch oft so, dass es, ja, eine Einigkeit muss da bestehen. Ansonsten hat die Band keine Chance auf Major Label. Einheitslabel. Genau. Ja, und setzt ihr euch da in die Kneipe und erzählt oder telefoniert ihr oder wie läuft das? Na, ist immer ein bisschen schwierig, in die Kneipe zu setzen, weil wir ja in verschiedenen Städten wohnen. Also das läuft dann über Telefon oder Internet. Okay. Aber es ist schon ein langer Diskussionsprozess, bis das durchgesetzt ist. Genau. Oder eben nicht. Und Super Cameo Kante Detektor klingt ja erstmal komisch. Was sind da so für Bands drauf oder warum habt ihr das gegründet? Ein Unterlabel quasi? Also Super Cameo Kante Detektor haben wir gegründet, weil es so ähnlich klingt wie Set Neutrino Bitches. Das ist irgendwie schon eine kleine Reminiszenz an die Band. Okay. Wer ist da drauf auf dem Label außer Set Neutrino Bitches? Auf dem Label sind noch Trouble Kid, dann noch Goldener Anker. Dann hatten wir diese Berger by Night Reihe. Da gibt's ja das Grüne Haus, oder gibt's jetzt leider nicht mehr. Und da hatten wir eine Split-Live-LP veröffentlicht mit Rappelkit und PVC aus Berlin.
Okay, also da sind quasi Bands drauf, die nicht so konkret ins Major-Label, ja, ins Profil, so Profil reinpassen. Genau, genau. Das, jetzt habe ich auch das Wort, Robert ist ein Profilneurotiker. Er ist nicht da, er kann sich nicht wehren, wir finden es gut. Okay, ich will nochmal kurz an das Gewinnspiel erinnern. Also schreibt Eddie bis zum 1.10. eine E-Mail unter eddie@majorlabel.de mit der Antwort darin, aus welcher Stadt Major-Label kommt. Genau. Die an der Weißen Elster liegt und unter 5000 Einwohner hat. Gut, leichter können wir es nicht mehr machen. Jetzt durfte ich mir nochmal ein Lied aussuchen, das ist von einer Band aus Berlin, die heißen Brutal Verbimmelt, Deutschpunk-Coverband, supergeile Live-Show, vielleicht werden wir sie im Dezember mal auf den Bühnen dieser Republik sehen, und die haben, wie gesagt, von uralten 80er Jahre Deutschpunk-Kapellen verschiedene Lieder gecovert. Das Lied ist von Brutal Verschimmelt und heißt Illerbrücken und finde ich cool. Die bringen dem Westwo auch eine Platte mit Cover-Versionen raus. Hört's euch mal an. Es war brutal verbimmelt und wir haben jetzt mal einen Ritt vor, der quasi ein Stück weg von Major Label geht, in eine ganz andere Richtung, aber auch irgendwie mittelbar damit zu tun hat. Eddie, worum geht's denn gerade? Ja, also das sind die Wurzeln. Die Wurzeln in Berger Elster. Genau, es geht um die Punkband Deutschlands Erben, in der ich auch damals schon Bass gespielt habe, und das ist im Prinzip das Vorgängerprojekt von Verbrannte Erde. Und wann war damals? Ja, ich glaube 91 habe ich mit dem Gitarristen, der jetzt auch bei Verbrannte Erde Gitarrist ist, Micha, die Band Deutschlands Erben gegründet. Also vor unendlich langen Zeiten, das ist vor 22 Jahren gewesen, glaube ich. Ja, oh Mann. Wahnsinn, ey, warte. Er war übrigens auch die erste Punkband, die ich jemals gesehen habe im Gymnasium, auf das ich damals leider gegangen bin. Fand ich geil und bin sofort selber Punker geworden, habe mir ein Aero schneiden lassen. Deutschlands Erben, richtig schön schlecht aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht war es voll geil. Also zumindest für 14, 15-Jährige. Hört es euch mal an. Und danach hat Eddie noch ein ganz besonderes Highlight rausgesucht. Soll ich es ankündigen? Ja, kündige es. Genau. Also wie gesagt, Laura hat ja schon angekündigt oder gesagt, dass er der erste Sänger von Verbrannte Erde war. Und da haben wir einen geilen Mitschnitt von einem Konzert in Kreiz, vom Kreizer Schlossfest. Und ja, seid gespannt. Aber jetzt erstmal Deutschlands Erben. Es war einfach nur schrecklich. 1995. Ja, jetzt hören wir erstmal Deutschlands Erben. Thank you.
mal am Ende bist, wenn dich niemand hört und nicht richtig ist, wenn du Spaß haben willst und nur Toros siehst, wenn es dir wieder mal richtig dreckig geht. Wir sind verbrannte Erde aus Zickra, Kreuz, Henningsdorf und Berger. Und wir freuen uns, dass so viele Leute gekommen sind. Und wir haben uns sehr gefreut, heute mal vor dem Kreuzer Publikum zu spielen. Vor Ravern und Hardcorern und vom Roy. Alles klar, wir grüßen Zeichdorf, Roy, alle, die für uns extra gekommen sind. Jörg, meine Freundin, Katja Lasch, Astrid Schmelzer und so weiter und so fort. Das nächste Lied ist ein persönliches Lieblingslied von mir, Novemberregen. Es geht weiter. Sebastian Großkopf, bitte auch. In mein Zimmer steht die Fenster aus, schlägt wieder mal, ist der Tag in jedem Fall. Und Zufriedenheit steckt zu diesem Werk, das Stadt fehlt für mich besonders her. Was ist falsch gelaufen? Was hat mich gut gemacht? Wieder sind in Ruhe. Doch mit dem Urlaub gedacht, was ist falsch gelaufen? Was hat mich gut gemacht? Wieder sind in Ruhe. Doch mit dem Urlaub gedacht. Ich habe hier los, schau, anders als du, deine Zeit geht, aber was willst du noch hier? Vergiss das Ende nicht, du musst doch auch nicht hin. Na los, doch, jetzt bin ich, bleib nicht still. Wie oft schon wünschte ich mich weg von dir, scheiß auf die Vergangenheit, als ich doch mit dir. Ich wünschte, es wäre mir alles scheißegal, nur folgte nämlich über alles, über jeden Fall. Ich steh in meinem Zimmer, seh ich auf Fenster aus, seh ich immer noch, dieser Tag ist mir zu Frau. Steh in meinem Zimmer, seh ich auf Fenster aus, seh ich immer noch, dieser Tag ist mir zu Frau. Ich sag mit dir los, schau, anders als wenn ich dein Geist stellst, komm, dann was willst du nach mir? Vergiss das nicht, du musst doch noch nicht hin. Na los, doch, nenn dir nicht, bleib bestimmt.
Schau, ab das Einzeln, deine Zeit ist weg, aber was willst du noch hier? Du bist das hier nicht, du musst davon stehen. Na los, doch, wenn du nicht bleib bestehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das war noch Punk. Das haben wir doch eindeutig gehört. Der hat nichts gestimmt. Das war Verbrannte Erde übrigens. Wirklich düster Ska, haben wir gerade genannt. Ganz schlimm. Anfänge 1995. Genau, da war eigentlich der Weg bereitet hier. Man hört auch gar nicht, dass das von E80 und so beeinflusst gewesen sei. Und fliehende Stürme, ganz viel fliehende Stürme. Das war live auf dem Schlossfest in Greiz 1995. Wir hatten es gerade gesagt. Schlimm. Ganz schlimm. Und der Mann am Mikrofon, das war irgendwie, glaube ich, auch nicht ich. Die Ansage war phänomenal, Lore. Also schön, dass von den Leuten, die ich da gegrüßt habe, kenne ich mittlerweile quasi fast gar keinen mehr. Das ist auch echt ganz schöne Schande, aber was soll's. Um auf dem Niveau zu bleiben, einfach nur um so ein bisschen auf dem Niveau zu bleiben, spielen wir jetzt nochmal einen Song von Ratheads aus Halle, das heißt Pissbullen. Und danach wird's wieder ganz Major-Label-lastig mit seriösem Düsterpunk, würde ich sagen, Eddie, oder? Sehr gut.
So, wir haben gerade ein bisschen hinter eurem Rücken gequatscht und das war Lattentat mit dem Song, Eddie. Ohne Sinn. Erzähl mal was zu der Band und zu der Platte, wie die zustande gekommen ist. Eine sehr interessante Geschichte, finde ich. Ja, ich hoffe mal, dass ich die so halbwegs zusammenbekomme. Also Lattentat gab es ja schon zu DDR-Zeiten und das war eine der vielen verbotenen DDR-Punk-Bands, die es ja Ende der 80er, Mitte der 80er gab. Und ein West-Label, ich glaube, es war X-Mist, bin mir aber nicht sicher, hat noch zu DDR-Zeiten in der Bundesrepublik dann eben, also ja, ganz illegal, ein Album von Lattentat veröffentlicht. Und so wie ich es weiß, hat die Staatssicherheit ganz viele Platten von dieser Produktion gekauft. Und nach der Wende sind die wieder aus der Reservatenkammer rausgekommen. Und einen Teil davon haben wir dann verkauft, also mit neuen Artwork sozusagen. Über eure Eltern seid ihr da leicht rangekommen, ne? Ja, ja. In die Reservatenkammer. Naja, genau. Ja, ja. Ja, das Gute. Ist doch nicht schlecht, ne? Wenn nee, erzähl mal, wie seid ihr an die Dinger reingekommen? Also man geht ja da nicht einfach in die Asservatenkammer rein und holt die Dinger genau, hoch. Genau, also eigentlich war es so, dass der Stelle aus dem Zoo, das ist so ein ja, Szene-Urgestein aus Leipzig, diese Platten dann irgendwie mal besorgt hatte, die aber eben ohne Artwork hatte. Und den hatten wir mal gefragt, ob wir die bekommen können, damit wir die irgendwie noch den Leuten zugänglich machen können. Und ja, das ging dann irgendwie und da haben wir mit einem sehr sympathischen Label SM Music aus Leipzig zusammen diese Veröffentlichung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also mit neuen Artwork, die Platten waren, wie gesagt, noch die alten bundesrepublikanische, war noch diese alte bundesrepublikanische Pressung von X-Mist und ja. Und die habt ihr jetzt einfach selber nochmal rausgebracht. Genau. Wir erinnern nochmal kurz dran, es sind ja fast schon 2 Stunden rum, also wir haben es fast geschafft. Warum wir heute hier sind, es geht heute um 15 Jahre Major Label. Eddie ist heute zu Gast, einer der Major Label Akteure, einer der Majore, wie sie sich selber nennen. Wir sind da, weil Major Label auch um 15 Jahre Major Label Sampler rausgebracht hat. Mit insgesamt 25 Songs, wir haben schon viele davon gehört. Ja, und das habe ich jetzt nochmal schnell eingeschoben. So, Eddie, jetzt hören wir noch eine andere Band. Die wolltest du aber unbedingt hören. Ich wollte sie gar nicht hören, sag mal. Ja, Lore, es geht um deine Band. Und ach so. Ja, da die ja auch zum Major-Label-Universum gehört, muss da natürlich unbedingt ein Song gespielt werden. Und es geht um Midnight War. Ist das Midnight richtig? Street War. Midnight Street War, genau. Also die erste Scheibe von Zed Neutrino Bitches, ein Song davon, der eben auf besagtem Sublabel auf Super Cameo Candle Detector rausgekommen ist. Und wie gesagt, wir spielen den nur, weil Eddie den unbedingt hören wollte. Ich kann es irgendwie gerade nicht mehr hören. Ich bin Fan. Eddie ist Fan. Robert offenbar nicht, weil du hast ja gesagt, auf Super Cameo Kante kommen nur Bands raus, die Robert nicht mag. Also, schönen Gruß an Robert. Auf so eine Musik habe ich immer gewartet. Ne? Das ist wie so eine Eingebung, wie einer auf eine Religion wartet oder sowas. Ne? Auf einmal hörst du die Musik, ich stand immer auf schnelle, harte Musik. Und auf einmal hörst du das, ne? Dann hast du gewusst, das ist die richtige Musik für dich. Und die hat mich so angemacht und damit fing alles an. We'll be right back.
So, das waren Fliegende Stürmer, auch eine uralte Band, die Eddie auch schon in seinen Krallen hatte. Genau. Stimmt, Eddie? Erzähl mal. War jetzt jedenfalls der Song Das Chaos brütet und wir haben ja die aktuellen Alben auf Vinyl. Es ging um deine Haushaltsführung, oder? Worum geht's da? Nee, das ist ein Staubcontainer. Ach so. Jo, ihr habt die aktuelle CD von denen rausgebracht? Also nicht CD, sondern Vinyl. Also. Und was? Wie heißt die? Die heißt, lass mich gerade mal überlegen, Warten auf Raketen. Und hinterher hat man ja noch an den Ufer nachgeschoben und Die Fallen. Also es ist eine ältere Veröffentlichung. Nochmal so ein Repress. Aber Die Fallen ist auch ein sehr schönes Album. Mega stumpf, mega düster. Also ich finde es eigentlich klasse. Kann man jetzt nicht jeden Tag hören, ne? Aber ab und zu mal. So, Eddie, wir haben noch ganz viele Themen offen, eigentlich ursprünglich, aber wir schaffen es eh nicht mehr, in 2 Stunden alles zu beackern. Nochmal letzte Frage oder eine der letzten Fragen. Wie bist du eigentlich zum Punkrock gekommen? Das ist eine gute Frage. Danke. Also ich glaube, soweit ich mich dran erinnern kann, war das wahrscheinlich so gegen 1990. Und da habe ich angefangen, die Goldenen Zitronen zu hören. Und daher kommt eigentlich auch die Idee, dass wir mal diesen Tributo, die Goldenen Zitronen herausgebracht haben. Also die haben mich wirklich so ein bisschen an Punkrock herangeführt. Also es war damals eben Funpunk und das ging dann weiter mit Brieftauben und danach wurde es politischer. Deutschlandserben meinst du? Mit Mimis. Du bist direkt in die Punkszene rein, ein Jahr später warst du schon bei Deutschlandserben. Ja, und so hat sich das entwickelt. Dann hat man die Leute kennengelernt. Wie gesagt, die Leute, die unter mir waren, die haben dann auch Punk gehört und die waren echt okay so. Also die jünger waren, meinst du? Ja. Oder die unter dir waren. Ja, sorry, das war jetzt falsch ausgedrückt. Die jünger waren. Ich bin jetzt noch wenige Lieder. Wir werden nachher nochmal kurz was sagen. Also nochmal an das Gewinnspiel. Wo kommt Major Label her? Mail an eddie@majorlabel.de. Wir hören jetzt was von Guts by Earshot. Und danach denken wir uns noch eine schöne Band aus, die danach kommt. Ach genau, für Eddie wurde nämlich, und das fällt mir jetzt gerade noch ein, das müssen wir auch spielen, ein Geburtstagslied geschrieben. Das können wir doch mal spielen. Ja, gerne. Muss ich dazu sagen? Von wem? Ja. Warum? Also der Gitarrist von Seren Fall ist ein ganz guter Freund von mir und der hat sich mal gedacht, dass er mir ein Geburtstagslied schreiben muss. Und das ist richtig klasse. Kinderkompatibel, habe ich schon selbst getestet. Also wir hören jetzt was von Guts by Earshot, so eine bisschen schräge, avantgardistische Band. Und danach hören wir das Lied für Eddie zum Geburtstag. Wann hast du Geburtstag, Eddie? In welchem Monat? Müssen wir das sagen? Ja, welchen Monat musst du schon sagen? Februar. Im Februar. Also ist noch ein Stück hin, aber ein schönes Lied. Also erstmal jetzt aber Guts by Earshot. Thank you.
er da, alle deine Freunde schreien Hurra! Doch leider können wir nicht dabei sein. Eddie Hall, heute Geburtstag. Eddie Hall, heute Geburtstag. Und wenn sie nur können, dann wären wir jetzt da und alles wäre wunderbar. Heute Geburtstag. Eddie Hall, heute Geburtstag. Und dann ist er da, seine Freunde schreien. Hurra! Doch leider können wir nicht dabei sein. Eddie Hall, Eddie Hall, heute Geburtstag. Eddie Hall, heute Geburtstag. Und wenn wir uns können, dann wären wir jetzt da. Und alles wäre wunderbar. Die voll der Personenkult hier, oder? Ja, fast ein bisschen peinlich. Eddie hat mir schon wieder alle Zähne gezogen und meinte, dass das ein Mädchen ist, was 9 Jahre oder 10 Jahre alt ist, was da mitsingt mit ihrem Baba. Genau, die haben mir dieses Geburtstagslied gewidmet. Genau, und ich dachte, das ist hier so eine 25-jährige Punker-Amazone. Nein, aber es war ein Mädchen. Also zweite, dritte Klasse oder so. So, Eddie, du wolltest noch eine Frage stellen. Ja, Lore, die Frage kommt auch nicht von mir, sondern von deinem Freund Robert. Ah. Und der lässt fragen, warum ihr das aktuelle Album-Score von Set Neutrino Bitches nicht Bitches to Babylon genannt habt. Weil unser Navi erstmal kaputt gegangen ist, Punkt 1. Okay. Und weil wir wegen dem Namen Set Neutrino Bitches, also wegen Bitches, gerade einen riesen Trouble am Arsch haben, weil das nämlich gewisse Leute irgendwie als Sexismus auffassen. Als sich drei alte Männer als Bitches bezeichnen. Ich hoffe, dass die Antwort Robert genügt. Robert, die Antwort war nur für dich. So, Eddie, wir kommen mal wieder zum gemütlichen Teil des Tages zurück. Und zwar wenn wir jetzt zum Abschluss. Ich glaube, das ist wirklich fast das letzte Lied, was wir schaffen. Ansonsten quatschen wir nochmal kurz. Ist das letzte Lied. Ein Lied von Paranoia. Sprich mal. Kid Punks. Ist eine Band, die ist auch auf Major-Label vertreten. Ah ja, genau. Also, wie gesagt, Paranoia gab es ja auch schon zu DDR-Zeiten und wir haben mit den, ich weiß nicht, sind die aus Dresden, Dresdner Label, Rundling, die Platte 1984, ja, veröffentlicht. Und das sind die ganzen alten schönen Stücke von Paranoia drauf, die es damals nur auf Tape gab und jetzt in etwas schön gemasterten Versionen. Also zum Beispiel Koschitzer, genau, Nacht in den Straßen, Inferno Innenstadt, Paranoia und wir hören jetzt Kid Punks, also die Punks, über die Altpunks immer schimpfen, die jungen Punks, die immer alles kaputt machen und Berger war das nicht so. Die Szene in Verruf bringen, wo ein ganz großes Problem, über das man halt mal ein Lied schreiben muss. Also wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören. Die Sendung ging heute um das Thema 15 Jahre Major-Label.
Eddie war hier, einer der Major-Label-Bosse, wohnt in Jena, bringt die tollsten internationalen und deutschen Bands irgendwie raus. Keiner weiß es. Und ich kann euch nur empfehlen, geht mal auf majorlabel.de, guckt euch mal das Sortiment an. Also ich denke, da ist, glaube ich, für jeden, der auf halbwegs gute Musik steht, irgendwas dabei. Guckt es euch einfach mal an. Ja, vielen Dank, Lore, dass du mich zu der Sendung eingeladen hast. Hat mir viel Spaß gemacht. Macht's gut. So, wir haben doch noch kurz Zeit. Eddie, grüß noch mal ganz schnell. Genau, ich grüße meine Leipziger Kollegen Heiko, Lars und Robert und finde es schade, dass sie nicht da waren, um hier ihren Senf mit abzugeben. Also, macht's gut. Ja, ich grüße alle, die heute den Regenschirm dabei haben und mit denen ich heute Abend den Abend verbringen werde. Macht's gut.